Menschen, nämlich unsere Top 3 der Landesliste von Oberösterreich für die kommende Nationalratswahl. Und bei allen drei handelt es sich um bereits erfahrene Parlamentarier. Aber sie haben noch viel vor und haben schon in den letzten Jahren bewiesen, sie machen Politik für euch, liebe Freunde. Begrüßen wir Sie hier auf der Bühne mit einem großen Applaus. Gerhard Kaniak, Susanne Fürst und Hermann Brücke. Landesspitzenkandidat ins Rennen und hast dich aber jetzt schon als Bildungssprecher im Parlament ganz vehement für die Interessen der Schüler und vor allem auch der Jugendlichen eingesetzt. Aber gerade dem wurde in den letzten Jahren ganz viel angetan. Was muss sich da ändern im Bildungsbereich? Ja, danke, liebe Lisa. Es ist eine unglaubliche Stimmung hier im Zentrum. Aber ich darf sagen, egal wo wir die letzten Tage oder die letzten Wochen hingekommen sind, es war gigantische Stimmung einfach. Und die Menschen kommen auf uns zu, sie schildern uns leider auch ihre Sorgen und ihre Ängste. Und vor allem schildern sie uns auch, dass sie Angst um die Zukunft ihrer Kinder haben. Und gerade die vergangenen 5 Jahre schwarz-grüner Regierungspolitik waren hier wirklich eine Katastrophe. Das darf man wirklich so betonen. Begonnen bei den unsäglichen Schulschließungen. Man hat unsere Kinder aus den Schulen ausgesperrt. Man hat sie aus den Kindergärten ausgesperrt. Man hat sie zu Hause eingesperrt oder nicht einmal am Kinderspielplatz durften sie. Also all das ist passiert. Und danach sind Dinge gekommen mit Maskenzwang, mit Testwahnsinn, Genderwahn in den Schulen oder vor allem Denkstrang an diese, sie haben Transvestiten, also Männer in Frauenkleidern in unsere Schulklassen geschickt. Und da frage ich mich dann, was wollen die bei unseren Kindern? Und liebe Lisa, das ist unser Anspruch, dass wir sagen, hier müssten wir gegensteuern. Hier ist sehr viel schiefgelaufen in den vergangenen Jahren. Und wir haben. Wir haben einen klaren Plan, wir haben einen guten Plan. Begonnen mit der Bildungspflicht statt aufgeblähten Lehrplänen bis hin zu dem größten Problem, das wir beseitigen müssen, nämlich die Sprachprobleme, die wir in den Schulen haben. Wenn ich daran denke, in Wien gibt es ganze Klassen, da sitzt kein einziges Kind mehr drinnen, das irgendein Wort falsch versteht, das es dem Unterricht nicht mehr folgen kann. Und das ist auch zurückzuführen auf eine völlig verfehlte Migrationspolitik und vor allem Integrationspolitik von Schwarz-Grün. Also hier werden wir gegensteuern, wir haben einen Plan und das werden wir auch eingehen. Und jetzt ganz aktuell kämpfst du für unsere Neutralität. Aber die Einheitspartei geht da einen ganz anderen Weg, oder? Ja, Lisa, das ist leider wahr. Ich möchte mich aber auch noch einmal ganz herzlich bei euch bedanken für euren herzlichen Empfang, für euer Interesse und dass ihr uns immer begleitet im Wahlkampf. Vielen Dank, das motiviert uns auch weiterzumachen und hoffentlich den Sieg heimzuholen am 29.09. Vielen Dank, Herr Bürgermeister Andreas Rabel, für deine Worte, für deine Vorstellung und mich auch mit Jeanne d'Arc zu vergleichen, der sehr mutigen französischen Nationalheldin. Ich möchte sie nachmachen, allerdings möchte ich nicht so enden wie sie, weil wir wissen, sie ist am Scheiterhaufen verbrannt. Das möchte ich doch nicht. Und ja, wir mussten in den vergangenen Jahren kämpfen für unsere Grundrechte. Wir haben das gemacht, Herbert, wir waren auf der Straße, wir haben das gemeinsam mit den Menschen durchgefochten. Dann ist es zum Kriegsausbruch gekommen 2022 und jetzt müssen wir wieder um unsere Verfassung kämpfen, um unsere Neutralität. Die Bundesregierung möchte hier uns auf Geheiß von Brüssel indirekt zur Kriegspartei machen und dagegen stellen wir uns vehement. Unsere Söhne werden sicher auch in Zukunft nicht auf fremden Schlachtfeldern kämpfen, sondern die bleiben hier in Österreich bei uns und kämpfen. Und kämpfen für unsere Interessen, so wie an vorderster Stelle unser künftiger Volkskanzler Herbert Kickl.
für unser Gesundheitssystem, denn da schaut es gar nicht gut aus. Überfüllte Stationen, teilweise sogar geschlossen, Personalmangel, alle warten ewig auf Arzttermine. Was braucht es da? Welches Heilmittel braucht unser Gesundheitssystem? Ja, vorab ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Und liebe Lisa, du sprichst natürlich ein Thema an, das ganz vielen Österreicherinnen und Österreichern auf der Seele brennt und wo sie im Alltag erleben, dass in den letzten 5 Jahren genau überhaupt nichts besser geworden ist. Denn 5 Jahre schwarz-grüne Regierung, 3 grüne Gesundheitsminister haben unser ehemalig weltbestes Gesundheitssystem an den Rand des Abgrunds gebracht. Und es ist ja nichts besser geworden. Es sind die Wartezeiten nicht besser geworden. Es sind nicht mehr niedergelassene Ärzte verfügbar. Es sind in den Spitälern die Betten geschlossen. Es sind die Alten- und Pflegeheime geschlossen. Das heißt, es ist überhaupt nichts besser geworden. Der Spruch von Minister Rauch, E-Card statt Kreditkarte, das gilt leider Gottes nur für die 10.000 illegal Eingereisten in diesem Land, die kostenlos unser Gesundheitssystem ausnutzen, aber nicht nur für die eigenen Menschen, für die eigenen Steuerzahler. Und das werden wir ändern. Liebe Susanne, du bist selbst eine Frau, du sprichst sehr viel mit Frauen und vor allem mit jungen Frauen und es ist leider bittere Realität. Viele Frauen trauen sich nicht mehr auf die Straße. Sie haben Angst, vergewaltigt zu werden, überfallen zu werden etc. Was muss da passieren, damit auch Frauen in Österreich endlich wieder in Sicherheit und Normalität leben können? Ja, es ist bestürzend, was wir hier hören auf den Straßen. Wir waren ja auch gemeinsam unterwegs und was uns hier Großmütter erzählen, was ihre Enkel ihnen in der Schule mitmachen, was uns Mütter erzählen, dass sie sich in vielen Bezirken in Wien, aber auch in den Städten nicht mehr auf die Straße trauen. Und das alles sind ja nicht unbegründete Ängste, sondern wir wissen auch, dass gerade unsere Kinder und Jugendlichen in den Schulen hier leiden und von der Islamisierung hier besonders betroffen sind und auch vollkommen von der Schulverwaltung hier im Stich gelassen werden. Und wir müssen das möglichst schnell ändern, eine radikale Trendumkehr. Ihr wisst, Herbert Kickl, wir haben unser Asylprogramm. Wir stehen für 0 Zuwanderung, 0 weitere Asylanträge. Anders geht es nicht. Keine weitere Zuwanderung. Man muss hier endlich hinschauen, wer für den Anstieg der Kriminalität verantwortlich ist. Keine weitere Zuwanderung und schauen, wer hier illegal ist. Die müssen raus und wer hier straffällig wird, muss raus. Und um das geht, und für das kämpfen wir und für das wollen wir in die Regierung. Lieber Gerhard, auch bei unserer Wirtschaft gibt es Probleme an allen Ecken und Enden. Man merkt nach wie vor noch die Nachwirkungen der Corona-Politik dieser Regierung. Und die Teuerung macht der Wirtschaft natürlich auch sehr zu schaffen. Welche Lösungen hat jetzt die FPÖ in dem Bereich? Ja, auf jeden Fall brauchen wir sofort eine hundertprozentige Trendwende, eine echte politische Wende, so wie wir das 2017 auch schon zusammengebracht haben. Die Grünen in der Regierung haben gemeinsam mit der ÖVP nicht nur den Green Deal umgesetzt und eine Energiewende fabriziert, die dazu führt, dass der Haushaltsstrom, aber auch der Industriestrom unglaublich teuer geworden ist, haben eine verfehlte Sanktionspolitik gemacht, die die Unternehmen weiter belastet haben und die jetzt dazu führen, dass viele von euch, wie sie da sitzen, gar nicht wissen, ob ihr Job, ihr Arbeitgeber im nächsten Jahr überhaupt noch weiter produzieren kann, ob ihre Arbeitsplätze sicher sind. Das, was wir brauchen, und das steht auch im freiheitlichen Wahlprogramm drinnen, wir brauchen endlich eine echte Entbürokratisierung, wir brauchen endlich mal für jeden Leistungsträger in diesem Land, für jeden, der hackelt, mehr Netto vom Brutto, das heißt eine Steuer- und Abgabensenkung, aber auch für die Wirtschaft, für die Unternehmen, die diese Arbeitsplätze mit euch gemeinsam schaffen und aufrechterhalten. Und einen echten Befreiungsschlag, und den gibt es nur mit der FPÖ. Da fällt mir eine kurze Geschichte ein dazu, liebe Lisa, wenn du sagst Oberösterreich. Vielleicht kann sich noch jeder von euch erinnern bei der Wahl 2019. Da hat es einen ÖVP-Politiker gegeben in Oberösterreich, der in einem Bierzelt, so wie diesem gestanden ist, auf einer Bühne, so wie dieser gestanden ist und gemeint hat,
Es kann doch nicht sein, dass unsere Kinder nach Wien fahren und grün zurückkommen. Nein, unsere Kinder waren es nicht, die erst grün aus Wien zurückgekommen sind. Es waren die ÖVP-Politiker, es waren die schwarzen Politiker aus Oberösterreich, die nach Wien gefahren sind und jeden Monat für Monat mit einem Rucksack voller Grausigkeiten aus Wien zurückgekommen sind. Denkt an diese unsägliche CO2-Besteuerung. In einer Phase, wo die Inflation am Höhepunkt war, sind sie mit neuen Steuern gekommen. Oder denkt an diese unsägliche ORF-Abgabe, diese Haushaltsabgabe. Oder, und das war das Allerschlimmste, ich glaube, diese menschenverachtende Impfpflicht. Und hier darf ich auch sagen, auch damit das zu einem guten Ende kommt, aber diese Impfpflicht, das haben wir einem Mann zu verdanken, dass die gefallen ist, der mit der Hilfe vieler, vieler Menschen in unserem Land die wieder zu Fall gemacht hat, und das war unser Herbert Kickl. Auch das. Auch das dürfen wir nicht vergessen und ich glaube, die Fehler, die Schwarz-Grün gemacht haben, diese katastrophale Politik, das ist fix, die machen wir nicht. Und es ist auch notwendig, dass Oberösterreich hier stark vertreten ist, damit wir nicht Woche für Woche mit einem grauslichen Kopf aus Wien hier überrascht werden. Wochen. Einen großen Applaus für unsere Top 3 der Landes.